So, bei uns bricht der Klassiker wieder aus. Wir spielen eine Runde Bold Action. Und zwar bereiten wir uns so ein bisschen vor aufs Turnier in Speyer hier, das Grand Turnier. Grand 50 Masters. Mann. Riesenturnier. Ja, und dazu packt der Tarek sich eine US-Liste aus und ich habe meine Deutschen hier eingepackt. Und dann gucken wir mal letztes, wie es dann hier vorwärts geht. Ja, und wir spielen die Mission 3 aus dem Regelbuch. Hier Key Positions. Quasi die B3 plus 2 Missionsziele auf dem Feld. Wir haben jetzt 3 Missionsziele. Aber das Feld zeigen wir euch gleich nochmal. Vorher gehen wir erstmal kurz zu den Armeen. Und dann legen wir los, oder? Genau. So Leute, dann geht's hier bei mir los. Und zwar, ich spiele wieder meinen klassischen Lieutenant mit seinem Assistent. Beide mit Sturmgewehr und regulär. Und jetzt kommt hier aber was freaky Neues dazu. Und zwar gibt's hier die neuen Fallschirmjäger in der unerfahrenen Version, wo sie grün sind. Da spiele ich mal 2 Trupps. Der NCO und 2 Männer haben Sturmgewehr und 2 Gewehrmänner dabei. Ansonsten mein klassischer regulärer Trupp mit LMG. Pioniere, 3 MPs und einen Flammenwerfer. Und dazu noch ein Trupp Ostgruppen, der halt einfach so mitmacht. Ansonsten mein 222er muss mitkämpfen, ein Medium Mercer mit Spotter, ein Medium mittlerer Bitze mit Spotter und hier Bartz, der fette Panda. 11 Befehlswürfel und damit will ich aufs Turnier fahren. Ja, also hier meine 1000-Punkte-Armee für das Turnier, angeführt von einem Second Lieutenant, der ist regulär. Als Infanterie sind wir heute ganz kreativ und haben 5 Einheiten Ranger. Jeweils mit einer Browning ausgestattet, sonst nur mit Gewehren. Dazu kommen 2 Dodge, jeweils mit einem MG. Ein Half-Track, ein Truck, auch mit MG. Hier ein Jeep mit MG. Hier mein M40 ist es. Und dazu setzen wir heute mal eine Pack ein, weil mir sonst immer Panzerabwehr gefehlt hat. Und da am Schluss noch ein paar Punkte waren, kommt noch der Pferdewagen mit rein. Und das sind 13 Befehlswürfel. So viele Ranger. Immer 7 Mann, oder? Ja. Okay, Freunde, das ist unser Tisch. Und wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gewürfelt. Und zwar 3 Missionsziele, die haben wir schon verteilt. Und zwar steht hier eins klassisch auf dem mittleren Feld. Eins hier zur Hälfte verrückt, eins hier zur Hälfte verrückt. Man wusste ja vorher nicht, wo die Aufstellungszone sein soll. Ja, ansonsten benutzen wir wieder am Floß seine geilen Panzersperren. Und ja. Test mal die Dinger mal aufs Übelste und gucken, ob sich das was kann hier auf dem Spieltisch. Jetzt machen wir noch kurz die Aufstellung für unsere Sniper und die Ranger-Bewegung, genau. Und dann geht's auch schon los. So, also da haben wir alles ausgewürfelt und gepeilt. Und zwar, ich habe hier im Feld mein der Artillerie-Spotter war das, genau. Mein Mercer-Spotter ist auf dem Hügel. Und hier im Häuschen drin ist mein Scharfschütze. Und weil Ranger diese crazy Regel haben, dass sie quasi aufs Feld stürmen dürfen, stehen hier 5 Einheiten Ranger, die einfach reingerannt sind. Und jetzt geht's dann auch los mit der Runde 1. Halt, erst noch kurz. Ja, hier drüber noch. Ja, also hier, das ist noch Teil der ersten Welle und die 3 Einheiten bei mir sind in Reserve. Ach so, die Reserve, richtig. Bei mir kommt alles in der ersten Welle. Ich habe nichts in Reserve gelassen. Ja, und Tarek geht's dann noch ab. Okay, Tarek, zieh mal einen Würfel aus dem Sack. Ja, du beginnst. So, und dann sind wir jetzt hier bei der Zusammenfassung. Und ja, in der ersten Runde ist natürlich nicht viel passiert. War alles erste Welle und dementsprechend sieht man jetzt erstmal nur, dass sehr viel mehr auf dem Tisch steht. Und zwar hier hinten geht's los. Meine Haubitze macht so ein bisschen das Feld hier hinten klar. Versucht zumindest. Und hier kommt dann der 222er. Hat sich ein bisschen hier durchgeschossen. Ich konnte gar nichts treffen bei den Rangern. Denen war dann der Schuss egal. Die sind alle ein bisschen vorgerannt, auch die hier hinten sind in den Wald rein marschiert. Ansonsten sehen wir hier viel, viel Ranger, Sturmbewegung, alles im Run. Voran die Deckung, hinter die Hecke. Hinten dran kommt noch der LKW angeheizt mit dem Lieutenant drin. Schön viel Ranger-Druck über die Mitte und ich kann hier nur so ein bisschen reagieren, indem ich meine Fallschirmjäger und die Infanterie halt auch in die Mitte schmeiße. Ja, und meinen Panther hier geparkt habe. Da muss ich weiterhin dran denken, dass er Tiger 4 hat. Ja, ansonsten hier noch eine kleine Abteilung, die meine Flanke hier schützen sollte mit dem LMG, schmeißt sich ins Kornfeld, hat niemand, ja doch, hat sogar einen Pin gemacht, einen einzigen Pin in meiner Runde haben sie gemacht. War kein Problem für Veteranen. Dann kommen hier voll viele Jeeps reingefahren, beziehungsweise sind es gar keine Jeeps, es waren diese Transporter, eine 8 oder was? Dodge. Genau, 2 Dodge kommen rein, beide mit LMG-Feuer, bumm, noch 2 Mann im Kornfeld. Ja, und als ob das jetzt schon schlimm genug wäre, kriegen die 2 Dodge noch hier vom Jeep Unterstützung und der ballert auf meinen Mercer rum, der hier reingelaufen ist.
Ja, also bei meiner Seite war es sehr viel Aufstellen, wenig Schießen. Beim Teig war eigentlich auch voll viel Rennen, aber trotzdem viel geschossen. Viele, viele MGs. Egal, jetzt geht's in die Runde 2 und jetzt gibt's schon deutlich mehr Ziele. So, Freunde, die Runde 2 ist vorbei und ja, es hat sich immer noch nicht viel getan irgendwie. Und zwar, hier geht's los, meine Haubitze hat ganz zum Ende der Runde dann ihren ersten Richtschuss gemacht. Und zwar genau hier mitten rein auf die Einheit. Und hier sieht man schon, die fette Bocage-Hecke hier in der Mitte, die blockiert irgendwie alles. Auf der einen Seite viele Deutschen, auf der anderen Seite ganz viele Ranger. Und ja, es verkeilt sich hier so ein bisschen in der Mitte. Ansonsten hier geht es auch weiter vorwärts. Tiger macht weiter Druck mit seinen Fahrzeugen. Und die ganze Flanke hier ziemlich geil im Stress von Tiger 4. Es hat, glaube ich, nicht einmal was gebracht. Alle Tests waren ganz gut bestanden. Ne? Nur bei Reservetest nicht, aber die ja, auch. Die Reserve? Kein Einfluss für Tiger 4. Zwei Reserventests, beide verpatzt. Bleiben draußen. Ja, aber ansonsten, ich hatte mal einen Panther hier gleich zu Beginn in den Ambush gesetzt. Ich dachte so ein bisschen, oh, das macht Stress und Terror. Keine Ahnung, der zweite Würfel danach bewegt er sich und ich schieße gleich los. War der Moment auch wieder vorbei. Und hier drüben beide Einheiten, mein Mercer und mein MG-Team im Cornfield gleich zu Beginn down gegangen. War viel zu viel los, was hier rübergeschossen hat. Weil der Jeep dahin, der steht schön außer Sicht von meinem Panzer und macht hier die ganze Zeit jetzt Trouble auf meinen Mercer. Ich denke, der wird sich auch nicht mehr bewegen dahin. Ganz ekelhaft die Situation. Dein Lieutenant ist weiterhin noch hier im Truck gefangen, gell? Ja, der hat einfach im Truck hingechillt und der Truck steht auch zwischendrin und trommelt wie viele andere auf der Einheit rum. Zwecks hier. Gerade Cornfield. Ja, Zielverweigerung. Ja, mein Champion, mein 222. Ich habe noch gedacht, ah, ich fahre nicht weg, ein Pin macht mir nichts aus. Befehlstisch verkackt, fährt er gleich komplett weg. Ah, also Pins doch ganz stressig. Und das war's. Mein Scharfschütze hat auch was gemacht, ne? Der hat einen Pin verteilt, aber konnte niemanden töten. Ja, Freunde, viel geschossen wird nett, dementsprechend lebt auch noch alles. Runde 3 spielen wir jetzt und dann mal gucken, wie es hier abgeht. So, Jungs, die Runde 3 ist vorbei und hier drüben sieht sie da ähnlich aus. Kaum gehe ich aus dem Daumenbefehl raus, zack, 3 Pins hoch. Mittlerweile sind sie beide ein kleines Team. Mein Mercer hat sich auch getraut zu schießen, und zwar auf die Einheit hier in der Straße. Und mein Haubitzer hat die Einheit hier beschossen, die hier stand. Aber die ist der Toten, nein, die ist hier vorgerannt und macht das hier so ein bisschen ja, die Lücke auf. Mal gucken, wie lange die da noch stehen oder was die da noch treiben. Und ansonsten hier, mein Panther hat auch komplett versucht, alles zuzupinnen. Hat nur bedingt gut geklappt, weil das Fahrzeug dann gleich kaputt gegangen noch. Was gar nicht so schlecht ist, wenn es sich so schlecht anhören sollte. Ja, hier, im Tarek seine Ranger kommen hier hinten raus und machen halt auch mit Druck hier aufs ganze Missionsziel. Und da hinten kam dann der Pferdewagen mit der Pack. Die Pack hat es jetzt auch schön ausgerichtet, hat mein Panther vorm Visier. Die schwere Haubitze ist auch reingefahren, hat auch den Panda im Visier. Und da geht es auch dann demnächst los. Ansonsten, der Lieutenant, der geht wieder down. Dem gefällt es im Truck. Der Truck fährt vor und gibt ein bisschen Unterstützungsfeuer. Hier drüben haben wir einen Ambush und einen Down-Befehl, die das Missionsziel bewachen. Und ich versuche mich hier auch so ein bisschen in Stellung zu bringen. Aber irgendwie traut sich hier keiner richtig raus, weil der Erste, der rausläuft, hat gleich ein fettes Loch im Gesicht irgendwie. Ja, mein 222 hat gleich die Runde angefangen und hat auch auf die Trucks und Jeeps geschossen, aber hat halt sehr weit vorbei weggeballert. Ansonsten, irgendwo fehlt der NCO, ne? Die Einheit dahin. Die hat kein NCO, ja. Genau, mein Sniper hat einen NCO rausgeschossen. Der ist schon mal ziemlich gut. Aber ja, viel mehr ist in Runde 3 gar nicht passiert. Gucken wir mal, wie Runde 4 sich dann entwickelt. So, Jungs, die Runde 4 ist vorbei. Und jetzt geht hier auch deutlich mehr Action. Hier vorhin rennt er einfach um die Hecke außen rum. Und dann denke ich mir, geil, ich heb einen Flammenwerfer rein und alles, was da kommt. Und das End vom Lied ist 2 Pins und die Typen stehen immer noch rum. Dann setzen sie zum Angriff an, aber haben dann den Befehlstisch verkackt. Also hier ist dann doch wieder ein bisschen nahkampfmäßiger und dennoch verkeilt. Hier Rallye-Befehle für Tarek und für mich. War zu viel Pins im Spiel. Und die Männer, die sind jetzt von der Haubitze unter Feuer und haben dann auch gleich den Tiger 4-Test, also den Moralcheck, verpatzt und liegen da jetzt im Dreck rum. Mein Mercer ist schön eingeschossen auf die Männer, die sich hier sammeln. Und mein Sniper hat eine Legende vorbeigeschossen. Ansonsten sehen wir hier im Tarek sein Lieutenant, ist aus dem Truck endlich ausgestiegen. Braucht hier die Moralwert-Bubble. Und der Truck hat dann auch gemerkt, dass der Mercer im Kornfeld ein bisschen zu weit weg steht. So, und hier ging dann auch ein kleines Snap-to-Action-Modus. Alle Fallschirmjäger raus, haben mal ein bisschen die Ranger beschossen, 2 tot oder was. Damit war ich sogar sehr zufrieden. Dann kommt die zweite Einheit Ranger und pustet mir direkt eine Einheit weg. Ja, hat sich da halt ein Loch entstanden.
Ja, und dann gibt es noch zu sagen, meine Drückeberger, die sind weggerannt, weil sie Fußball gemacht haben. Der 222 hat sogar einen Glanzmoment gehabt, schießt zwei Veteranen tot und verteilt zwei Pins. Das war ziemlich mächtig, dass die Ambush-Einheit nicht mehr gut treffen konnte. Und ansonsten da hinten die Haubitze, die ballert ziemlich auf meine Panda rum, die schwere Deckung hält, genau wie die Pack. Ja, so eine schwere Deckung ist einfach ekelhaft. Dein Jeep macht immer noch Mörserstress, gell? Mhm. Ja. Den kriege ich auch überhaupt nicht gehandelt. Ich glaube, da steht ein Teig da, wo er steht, genau richtig. Ja, spielen wir Runde 5 meiner Männer. So, die Runde 5 ist rum und diesmal wurde es wirklich heftig blutig. Und zwar ging es los, mein Mörser war eingeschossen auf die Einheit in der Barrikaden, hat sie getroffen, irgendwie zwei Mann weggefegt. Die sind aber gleich vorgerannt hier zum Missionsziel und ja, da sind sie jetzt. Mein Flammenwerfer konnte den Angriff wieder irgendwie standhalten, weil die Jungs hier wieder in den Dreck gefallen sind. Und wenn sie dann so nah vom Flamer liegen, letztendlich trifft er dann auch mal und hat sie komplett weggepustet. Die Ostruppen haben sich auch wieder mehr oder weniger gesammelt und sind jetzt auf dem Weg zum Missionsziel. Und mein MG, ganz alleine liegt hier rum, viele Ranger kommen angerannt, also verteilt es ein paar Pins an die da hinten. Der Sniper hat auch drauf geschossen und Pins hier weg. Und ja, ansonsten die Pack und der Haubitzenpanzer, der dampft, die haben wieder auf den Panther rumgetrommelt, aber die Deckung, die ist zu standhaft, schießt da zurück und jetzt ist das Haubitzenfahrzeug ist jetzt fertig. Hier war es noch ziemlich heftig. Weil auf einmal ging es ja los mit einem Snap-to-Action, bin ich vorgerannt und habe eine Einheit ausgelöscht, die ist dann auch letztendlich weggerannt noch, Gott sei Dank. Und mein 222 fährt vor und schießt hier dem Truck eine in die Seite. Boom, platzt der auch noch. Aber als Strafe kommen hier die Ranger dann aus dem Wald gerannt, haben einen Lieutenant im Nahkampf verprügelt und danach gehen sie wieder in die Deckung und machen sich hier bereit. Der Lieutenant steht auch mit dabei und sagt hier, halt, stopp, ich meine nicht so ins Ziel. Macht mir auch noch ein bisschen Stress. Ja. Aber ansonsten hat sich sehr viel weggegangen vom Tisch. Das war die Runde 5 und wir spielen jetzt noch kurz die Runde 6. So Jungs, die Runde 6 hat auch nochmal gut Fahrt aufgenommen. Jetzt ist hier wirklich sehr, sehr viel Zeug kaputt gegangen. Der Jeep ist gerade geplatzt durchs MG. Und ansonsten hier die ganzen Ranger, die auch hingerannt sind, wurden Flammenwerfer weggegrillt und was sie alles abgekriegt haben. Dann wurde aber die an die Tank gegangen, ziemlich böse und hat meine Pioniere einfach weggepustet. Pionier auf der Kanone. Genau, ja, die Pionierkanone. Ja, und hier drüben ging dann auch so ein bisschen Action. Ich bewege mich vor, schieße in den Wald. Die Männer rennen raus, greifen mich an und daran sterben sie dann. Ich kann mich neu positionieren. Und ja, jetzt steht der Lieutenant da ganz alleine vor meinem 222 und den Fallschirmjägern. Hier, meine Haubitze sieht nichts, also geht sie den Hügel hoch. Genau wie mein Mercer hier hinten, der hat auch nichts gesehen. Aber der ist schon einfach stehen geblieben, hat sich gedacht, so, kein Bock mehr. Mein Panther ist hier festgefroren. Und er hat auch ziemlich gut die eine Range-Einheit wegpulverisiert mit seinen MGs. Und der Sniper hat versucht, da hinten noch einen Pin zu verteilen und eben halt das Fahrzeug kaputt zu machen. Ja, also Leute, ihr seht, beim Tarik ist jetzt echt nicht mehr viel da. Und er hat eben noch eine 4 gewürfelt für die Runde 7. Das ist natürlich bitter, weil es gibt mir jetzt Zeit, noch mein Missionsziel einzunehmen. Wahrscheinlich dieses hier. Und dann würde ich, ja, wirf mal das noch kurz aus, dann ist eh gleich vorbei. Ja Jungs, jetzt haben wir die Runde 7 noch schnell gespielt, war natürlich sehr fixe Runde, war nicht mehr viel auf dem Tisch, aber es hat geklappt. Ich habe hier den Lieutenant weggekriegt mit den Fallschirmjägern, das heißt das Missionsziel habe ich freigekämpft und jetzt auch am Ende der Runde ist getriggert für mich. Genau wie dieses Missionsziel, wo ich letzte Runde freigekämpft hatte und ja, das hat der Tarek noch, bin ich nicht hingekommen. Ansonsten, was ist noch passiert? Ja, nichts, der Jeep ist quasi sehr zugepinnt worden und ich dann weggefahren habe. Ich war sogar am Brennen irgendwie. Ja, und die Pack hat auch nochmal ihre Chance gewittert, auf den Panther zu schießen, aber dann auch mit der 2 total vorbeigeballert. Und dementsprechend ist die Runde 7 jetzt sehr schnell vorbeigegangen und das war's hier an der Stelle. Also, ich habe 2 Missionsziele, Tarek hat 1. Yeah, voll gut. Ob das jetzt reicht als Turniertest, werden wir sehen. So, Junge, das war's. 2 zu 1 für mich. Wir rechnen es jetzt gar nicht irgendwie aus mit den Punkten, total irrelevant. Ich habe ja fast nichts mehr. Ja, genau. Also, war auf jeden Fall wieder ein cooles Spiel. Die ersten 3-4 Runden war es total verkeilt und es ging gar nichts. Ja, zum Glück ging da am Schluss trotzdem noch mal was. Und dann haben wir es nochmal aufgelockert und dann ist alles zerstört gewesen. Ja, schön war's. Das war unser Turniertest für Speyer. Drückt uns den Daumen, dass es gut wird. Aber Junge, ich glaube, da müssen wir sowieso nochmal testen vorher. Geht dann Arsch. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen da und wir sehen uns beim nächsten Video.